Hallo, hier ist Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Dienstag ist Zeit für eine Kolumne. Ich bin mal wieder im Spielekeller, weil ich jetzt das Studio auch hier runter verlagert habe. Viel Spaß mit der Kolumne heute. Kleiner Hinweis in eigener Sache, diesmal gar nicht die Brettspielbox, sondern die Brettspielbar betreffend. Ihr hattet im Rahmen dieser Adventskalenderkampagne unter anderem sehr massiv den Wunsch geäußert, mal zu wissen, wie entsteht denn so ein Brettspiel. Und der Sache sind wir jetzt nachgekommen im Rahmen der letzten Brettspielbar, die am Montag erschienen ist, also gestern, haben Jürgen und ich mit dem Matthias Natsch zusammengesessen und eine neue Reihe aufgemacht. Das ist ein Podcast, könnt ihr vielleicht mal reinhören. Und den werden wir jetzt monatlich fortführen, bis wir so die gesamte Wertschöpfungskette dann mal so durch haben. Wir starten mit dem Scouting, das heißt, wie werden Spiele entdeckt, wie machen Autoren auf sich aufmerksam. Der Matthias als Verlagsinhaber von Frosted Games, aber auch von Deep Print Games ist da sicherlich ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, was das ganze Thema angeht. Und jetzt werden wir so nach und nach die Supply Chain dort aufrollen. Wie gesagt, Start ist mit Scouting und das haben wir jetzt gemacht seit gestern online. Dann hat Perfect Match die Dorothee R. gewonnen. Da bitte ich Sie, mich zu kontaktieren. Ich werde Sie auch nochmal bei YouTube in den Kommentaren selber direkt anschreiben. Und ja, herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir damit viel Spaß. Wir müssen jetzt nur noch mal aus Baldowern, wohin ich das schicken soll, etc. Das letzte Thema war ja die Toplisten, ja oder nein. Es ist sehr rege diskutiert worden. Toplisten ist halt ein Thema, was euch besonders interessiert. Ich würde sagen, am Ende war das Votum doch eher für Toplisten, aus verschiedensten Gründen, einfach um sich mal auszutauschen, abzugleichen, Ideen zu bekommen. Der eine oder andere fand es sicherlich auch ausgelutscht und musste das Thema jetzt nicht unbedingt haben, weil es davon mittlerweile auch schon zu viele gibt. Wiederum andere meinten, es kann davon eigentlich nicht genug geben. Und dementsprechend ja, sind Toplisten halt auch bei euch immer noch sehr, sehr aktuell. Ich bin beruflich leider im Moment ziemlich unter Wasser, sonst hätte ich da schon längst die versprochene Topliste geliefert. Da ist nochmal mehr Kulpa. Am Wochenende gibt es erstmal eine neue Monatsbox, dann für den Januar und Februar. Und ich habe jetzt die Liste soweit erstellt und werde auch dann die andere die Topliste 33 bis 22 als Special für das Erreichen der 1500er Marke jetzt abdrehen, bevor mir das jetzt wegflutscht. Im Moment ist doch ein reger Zuwachs beim Kanal. Vielen Dank dafür. Finde ich klasse, da es im Moment halt so viele Abonnenten mit dazukommen. Und ja, an der Stelle wird es dann auch relativ zeitnah diese andere Topliste geben, die da noch aussteht. Ich habe ja die Aktion Support Your Local Shop. Und letztes Mal schon angekündigt, White Rabbit aus Essen, das ist ein Shop, der 2019 gestartet ist, knapp nach der Spiel in Essen. White Rabbit ist in Essen und die Jungs, die den Laden betreiben, das ist jetzt, glaube ich, gar keine weibliche Person dabei, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, die haben den Laden jetzt mal ein Stück weit vorgestellt und hier sind die 3 Minuten mit White Rabbit. Viel Spaß dabei. Hallo Christoph, Matthias hinter der Kamera und Sascha hier vom White Rabbit Community Game Store in Essen. Vielen Dank erstmal für diese tolle Aktion, dass wir unseren Laden bei dir auf deinem Kanal kurz vorstellen dürfen. Wir sind ein noch recht junger Spieleladen, haben Ende 2019 eröffnet und bieten unseren Kunden ein breites Sortiment von Brettspielen über Sammelkartenspiele bis hin zu Tabletop- und Rollenspielmaterial. Wenn nicht gerade Corona ist, haben wir an 6 Tagen in der Woche, montags bis samstags bis 22 Uhr jeweils geöffnet. Aktuell, wie ihr euch vorstellen könnt, finden hier leider keine Spielerunden statt, aber unsere Community ist sehr aktiv auf unserem Discord-Server, spielt dort virtuelle Game Nights, Turniere oder veranstaltet Malwettbewerbe.
Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr auf unseren Internetseiten. Aber jetzt möchten wir euch ja eine kleine Tour durch den Rabbit geben und zeigen, wie es hier bei uns ausschaut. Direkt hinter mir seht ihr den Trading-Card-Bereich mit Magic, Flash & Blood, Keyforge und natürlich dem ganzen Zubehör. Hier vorne kommen wir in den Brettspielbereich. Dort sind Familienspiele, Kennerspiele und etwas weiter hinten auch Expertenspiele, komplexe Strategiespiele vertreten. Hier vorne auf den Tischen seht ihr allerlei Spiele gerade aufgebaut. Normalerweise können hier bis zu 32 Personen bei uns Platz finden und ihre Spieleabende oder kleinen Turniere spielen. Momentan müssen wir die Flächen sicherlich anderweitig nutzen. Hier vorne geht es dann in den Tabletop-Bereich mit Star Wars X-Wing, Legion oder dort hinten mit Warhammer von Games Workshop. Hier vorne haben wir eine kleine Abholstation aufgebaut. Wenn ihr bei uns im Webshop bestellt, könnt ihr euch die Waren zuschicken lassen. Ihr könnt sie aber auch bei uns von montags bis samstags zwischen 15 und 18 Uhr kontaktlos abholen. Wenn ich hier rumgehe, seht ihr dort vorne unsere Snackbar, die eigentlich dazu da ist, die Spieleabende zu versüßen. Aber momentan muss man fairerweise sagen, dass Matthias und ich das meiste davon verzehren. Zum Abschluss unseres kleinen Rundgangs hier vorne unsere Rollenspielecke. Dort finden sich Klassiker wie Dungeons & Dragons, DSA, aber auch Cthulhu, Fate oder Alien beispielsweise. Ja, das war ein kleiner Rundgang durch den White Rabbit in Essen. Wenn es euch einmal nach Essen verschlägt, fühlt euch sehr herzlich eingeladen, einmal vorbeizuschauen. Bis dahin dir nochmals vielen Dank, Christoph, für diese Aktion. Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf und spielt fleißig. Herzliche Grüße, eure Rabbits in Essen. Tschüss. Das war White Rabbit aus Essen und ich kann an der Stelle euch nur dazu ermuntern, guckt euch, wenn ihr in Essen und Umgebung seid, mal White Rabbit an und besucht den Laden. Die werden auch am Donnerstag hier nochmal in den News auftauchen. Und wenn ihr selber Spieleladeninhaber seid, Lust habt, hier ebenfalls zu erscheinen, dann schreibt doch bitte an kontakt@brettspielbox.de und fragt einfach an, ist kostenfrei, also ich will da auch gar nichts für haben. 3 Minuten mit Video aufgenommen, sowohl der Brettspielheld wie auch White Rabbit haben gezeigt, dass das jetzt kein Rocket Science ist, da einfach mal durch den Laden zu führen, auf euch aufmerksam zu machen. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere noch dazukommt. 2 Leute sind noch ausstehend, aber da sind die Filme noch nicht abgedreht. Die haben schon angefragt, aber seid gern dabei. Würde mich freuen, hier euch auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Neues Thema. Nein, vorher machen wir noch einen kurzen Abstecher zu einem alten Thema. Und zwar haben sich ja ganz viele Leute darüber aufgeregt, dass Mein Königreich unterwegs war. Mein Königreich für ein Pferd, wenn der genaue Titel da ist, was ja im Moment auch in der Spieleschmiede online gegangen ist. So, am letzten Wochenende gab es fast eine ähnliche Aktion mit Robin Hood und jetzt könnt ihr selber mal in euch hineinhorchen. Da haben sehr, sehr viele YouTuber zum einen schon Videos und Let's Plays gemacht, zum Glück keine Rezensionen, das hätte ich dann doch für sehr merkwürdig gehalten, da das Spiel ja noch gar nicht so lange draußen ist. Es sind unheimlich viele Bilder auf Instagram geflossen, weil es eben halt das Blogger-Bistro von Cosmos gab. Ich habe aber relativ wenig schlechte Stimmung dort gehört. Lag das jetzt daran, dass ihr aus der Aktion davor, Mein Königreich für ein Pferd, schon gewusst habt, dass sowas auf euch zukommt? Oder lag es vielleicht auch daran, dass Robin Hood im Moment halt eine Menge Leute interessiert? Denn das Spiel ist sicherlich schon sehr spannend gemacht von Michael Menzel, auch wenn es auch hier an der Stelle ein Familienspiel ist, aber doch sehr, sehr positiv angetan, die einzelnen Personen. Ja, woran lag das, dass der Shitstorm diesmal mehr oder weniger ausgeblieben ist? Vielleicht hinterfragt sich der ein oder andere, der sich da aufgeregt hat, dann doch nochmal, dass es vielleicht doch ein Stück weit auch an dem Spiel lag und nicht nur an dieser Gesamtaktion. Das am Rande, kleiner Kommentar, kann ich mir nicht verkneifen.
Was wir aber heute als Thema haben, sind Neuauflagen und Deluxe oder Big Boxes. Das ist eine Sache, die ist jetzt nicht neu in diesem Jahr oder Ende des letzten Jahres. Das gibt es schon seit geraumer Zeit. Queen Games ist da besonders groß drin, die immer wieder auch mal auf Kickstarter, sei es zu Shogun, zu Wallenstein, zu Escape, was gab es noch? Alhambra habe ich mir selber geholt. Das steht hier auch noch irgendwo hier als riesengroßer Kasten. Immer wieder Big Boxes herausbringen. Kingdom Builder war auch so ein Thema. Fresco ist als Big Box herausgebracht worden. Aber auch andere Verlage machen das zusehends. Everdale hat es für den 9. März jetzt als Kickstarter angekündigt. Da kommen dann die Erweiterungen 5 und 6 heraus und gleichzeitig eine Collector's Edition. Wenn man Carcassonne kommt jetzt als Jubiläumsedition heraus, gab es auch schon als Big Box, da ist dann meistens gar nicht viel Neues dran, nicht viel neues Material, sondern all das gesamte Material, was schon mal erschienen ist, jetzt kumuliert. Wer bringt noch Russian Railroads, wird es als große Big Box mit allem Pipapo geben. Was haben wir noch gehabt? El Grande ist auch schon von Hans im Glück herausgekommen. Also Hans im Glück hat das jetzt auch mindestens zum dritten Mal gemacht. Bézier Games, ich glaube im letzten Jahr mit Suburbia als Deluxe Edition oder ganz frisch aus Kickstarter raus. Castle of Mad King, Ludwig, wo ja ebenfalls Deluxe neue, ein paar neue Komponenten. Aber vom Grundprinzip hat sich das Spiel jetzt nicht verändert, außer dass es jetzt einen schöneren Anstrich bekommen hat und noch ein, zwei Erweiterungen dazu. Istanbul ist als Big Box erschienen, Hansa Teutonica jetzt nochmal frisch aufgelegt, ebenfalls als Big Box. Dixit gab es schon als Big Box, Nordsee Saga und ich denke mal, das würde sich noch beliebig fortsetzen. Ja, wie findet ihr das eigentlich, dass Spiele zum einen sicherlich als Jubiläumsedition. Sagerland ist jetzt gerade frisch rausgekommen, nochmal in der Uraltversion zum 40-Jährigen. Also, dass Spiele, die längere Zeit vom Markt verschwunden sind oder wo es halt nicht mehr alles gibt, dass die eben halt nochmal komplett neu aufgelegt werden. Alia fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Puerto Rico gerade frisch, ich glaube, in der 5. oder 6. Fassung. Wir haben Las Vegas gehabt in einer neuen Edition. Ja, also, sorry, fällt mir gerade nur so ein, so spontan, also es ist nicht nur auf die 3-4 Verlage beschränkt, die ich eben halt im Blick hatte. Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung? Findet ihr das jetzt eine gute Sache? Also bei Hansa Teutonica selber habe ich davon profitiert. Ich bin jahrelang um dieses Spiel herumgeschlichen. Beim Argentum Verlag, blöderweise, gibt es den nicht mehr. Und deswegen war ich ganz froh, dass Pegasus das gemacht hat, um überhaupt in den Genuss des Spiels zu kommen. Bei anderen Sachen ärgert man sich natürlich, wenn einem da eigentlich nur eine Erweiterung noch fehlt. Also nimm mal das Las Vegas-Thema, die Erweiterung gibt es gar nicht mehr. Und die Neuauflage hat dann teilweise diese Teile nur in Ausschnitten übernommen, aber nicht komplett. Bei Suburbia muss ich über 100 Euro und noch mehr hinlegen, um das ganze Thema überhaupt für mich zu haben. Greift ihr bei solchen Big Boxes zu? Seht ihr das als, ich melke die Kuh da nochmal? Everdale hat der ein oder andere ja auch schon sehr kritisch drauf reagiert. Ja, das würde mich mal interessieren. Schreibt doch da gerne in die Kommentare, wie ihr mit den Themen umgeht. Ist das mehr more of the same, make the coup, oder ist der eine oder andere auch froh, dass zum einen, nehmen wir das Thema Russian Railroads, sich da der Gebrauchtmarkt vielleicht auch ein bisschen regulieren wird, denn gerade die Erweiterungen sind ja da doch durch die Decke gestiegen. Mit exorbitanten Forderungen, wo Leute dann diese Erweiterungen ja im Markt halt platziert haben. Aber es ist ja auch immer eine Frage Angebot und Nachfrage. Es scheint ja irgendwelche Leute gegeben zu haben, die Mondpreise auch bezahlt haben. Jetzt kommt das Ganze als Big Bundle heraus und alles drin, wunderbar. Da werden sich die Preise dann auch wieder etwas regulieren. Oder aber sagt ihr vielleicht auch, nee, ich finde das total klasse und ich hätte gerne Spiel A, B und C nochmal in einer Neuauflage, in einer Big Box mit allem Pipapo drin. Und das wäre auch gleichzeitig meine Frage
für die Spiele, die es jetzt zu gewinnen gibt. Und diesmal sind es drei Spiele, die ihr hier abräumen könnt. Also einer von euch wird jetzt nicht drei an einzelne Leute verlosen. Dafür wird es dann noch ein paar Aktionen geben. Das ist einmal das Amul. Finde ich ein sehr schönes Spiel. Sehe gerade, dass ich hier die Rückseite falsch rumgedreht habe. Also Amul habe ich auch schon rezensiert. Rezension packe ich mit rein. Ist ein schönes Kartenablegespiel, wo man dem einen oder anderen auch schön ärgern kann, Set Collection betreiben kann. Dazu gibt es dann von NSV ein kleines Roll-and-Ride-Spiel Anubix. Nett zu spielen, macht man nicht viel falsch mit. Und das ist ein Einsteiger-Escape-Room-Spiel oder Rätselspiel von Moses, die verlassene Bibliothek. Da keine Karten zerstört werden, kann ich das eigentlich auch ganz gut mit dazugeben. Ja, die drei Sachen gibt es zu gewinnen. Deswegen hinterlasst doch bitte einen Kommentar. Wie geht ihr mit solchen Big Boxes, Jubiläumseditionen etc. um? Pro oder Contra? Und vor allen Dingen, nennt mir doch mal Spiele, wenn ihr Pro seid, die unbedingt nochmal neu aufgelegt werden müssten, weil sie gar nicht mehr auf dem Markt sind oder vielleicht schweineteuer nur noch zu erwerben. Und auf welches Spiel würdet ihr euch da am meisten freuen? Dann gibt es noch ein gespielt und da wir in der Woche des Robin Hoods sind, hier auch nochmal kurz meine Eindrücke dazu. Wir hatten ja am Wochenende das Blogger Bistro und in dem Zuge schildere ich auch ganz kurz meine Ersteindrücke. Ich habe jetzt drei Partien mittlerweile gespielt. Ich muss erstmal positiv festhalten, mein Sohn, der sehr kritisch bei Spielen ist mittlerweile und auch gar keine Lust hat, Papas Hobby da zu teilen und sich eigentlich beschwert, dass es immer nur neue Sachen gibt, ist sehr positiv angetan von dem Spiel, ist sehr neugierig, was da jetzt passiert. Jetzt haben wir leider auch eine Partie schon mal verloren, da wurde es dann so ein bisschen eingetrübt, also ist eher so ein Fan von wir schaffen das, selbst wenn es knapp ist. Was machen wir? Wir sind vier Heldinnen und Heldinnen, beziehungsweise eine Heldin ist dabei, nämlich Lady Marian darf natürlich nicht fehlen, Robin Hood, Will Scarlet und Little John. Und ja, wir haben es eben halt mit dem bösen Sheriff, Guy von Gisborne darf natürlich auch nicht fehlen und Prinz John zu tun auf der anderen Seite, die da den Menschen rund um Nottingham das Leben nicht gerade einfach machen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt in verschiedenen Kampagnen dagegen anzugehen und uns zu wehren. Das Ganze machen wir über einen sehr, sehr spannenden Einsatzmechanismus. Wir haben jeder fünf Spielfiguren, das ist zwei Standfiguren, das heißt, eine Figur steht immer irgendwo auf dem Spielplan. Wir haben dann drei Bewegungsfiguren, zwei, die normal gehen, eine, die läuft. Und je nachdem, wie viele wir von diesen Bewegungsfiguren einsetzen, setzen wir dann ans Ende immer noch eine zweite Standfigur, das ist dann die neue Ausgangsposition. Haben wir uns verausgabt, das heißt, sind wir gelaufen, dann können wir kein weißes Klötzchen in so einen Beutel hineintun. Haben wir das nicht getan, tun wir ein weißes Klötzchen hinein, was uns hinterher im Wesentlichen im Kampf hilft. Blöderweise sind auf diesem Spielplan verschiedene Lichtungen abgetragen, wo immer mal wieder Wachen des Sheriffs auftauchen. Und wenn die uns da erwischen, dann ist halt blöd, dann sind wir gefangen und müssen uns erstmal befreien, was uns dann doch ein bisschen Zeit kostet, was auch nervig ist. Und um uns zu befreien, müssen wir halt aus einem Beutel kleine Klötzchen ziehen, in denen sind lilane Klötzchen, aber auch weiße Klötzchen. Und schaffen wir es, mindestens ein weißes Klötzchen zu ziehen, dann haben wir diesen Soldat besiegt, was uns dann hilft und auch ein bisschen Zeit verschafft. Dieser Beutel hat zusätzlich runde Scheiben, Holzscheiben, und wir ziehen dementsprechend auch unsere Zugreihenfolge. Das heißt, jeder unserer Helden hat eine Scheibe. Dazu gibt es eine graue Scheibe. Da kann die Gruppe entscheiden, welcher Held einen zweiten Zug machen darf. Und es gibt noch eine rote Scheibe. Das ist dann immer praktisch die Scheibe, wo dann unsere Gegner mit bewegt werden oder aufgedeckt werden etc. Im Laufe des Spiels kommen noch andere Sachen hinzu, aber das wäre jetzt Spoiler-Alarm, deswegen lasse ich das mal raus. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, müsst ihr das halt selber ein Stück weit entdecken. Das Ganze lebt jetzt davon, dass rund auf diesem Spielplan, den wir da vor uns haben, so kleine Plättchen sind, die wir drehen können. Kleines Manko in diesem Spiel, je häufiger ich das Ding drehe, umso sorgfältiger muss ich damit umgehen, weil ja
Pappteilchen, die permanent in Bewegung sind, die, ja, die leiden halt schon mal ein Stück weit. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber es ist alles halb so wild. Wir sind ja hier in einem Spiel, was bewegt wird. Das muss das halt auch ein Stück weit abkönnen. Oder da müssen wir halt dann mit unserer Ästhetik das auch ein Stück weit abkönnen. So, und wenn wir halt bestimmte Personen treffen, die sind dann mit so einem Fragezeichen ausgestattet, die können wir nämlich eben halt ansprechen, dann kommt das Buch zu Rate und es wird dann ein Text vorgelesen und die Person, die dann dabei ist oder die dann mit dieser Person spricht, die muss dann eine Entscheidung fällen und je nachdem, was für eine Entscheidung gefällt wird, passiert dann eben halt ein Ereignis etc. Und das ist halt ganz witzig gemacht, weil dieses Buch uns da wirklich super toll durchführt. Die erste Kampagne ist so eine Ankommen-Kampagne, man wird sehr stark geführt, das passiert in den weiteren Kampagnen dann nicht, da ist man wesentlich freier mit den Entscheidungen. Da gibt es auch so gewisse Legacy-Komponenten, das heißt, wir haben was in der Phase 2 entdeckt, was dann auch schon für Phase 3 und 4 etc. gilt, Kampagne 3 und 4 gilt und fortlaufend. Das macht das wirklich sehr reizvoll und wie gesagt, das erste Ding ist extrem einfach zum Einsteigen, perfekt für Familien gemacht, die vielleicht schon einen Tick spielerfahrener sind, aber keine Lust haben, lange Anleitungen zu lesen und von daher muss ich sagen, bisher nach drei Kampagnen absoluten Daumen hoch für Robin Hood, was der Michael Menzel als Autor sowie als Illustrator hervorragend fertiggestellt hat. Ich freue mich da auf weitere Partien. Das ist, wie gesagt, alles ersteindrucksmäßig. Und ja, demnächst werde ich da sicherlich dann vom Finale berichten, wenn wir da weiter vorgedrungen sind in den Sherwood Forest. Das war die Kolumne am Dienstag. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Start in die Woche. Es liegen ja 4 Tage hier vor uns und macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Ciao.